Fragt ihr euch manchmal auch, was mit den Stars unserer Jugend oder Kindheit geschehen ist? Heute möchte ich euch auf eine Reise zurück in die 90er nehmen und mit euch gemeinsam über die Geschichte der Fugees reden. Auf dem Papier sollten die Fugees nicht so einflussreich sein, wie sie es waren. Die Gruppe bestehend aus Wyclef Jean, Lauryn Hill und Press Michael waren in den 1990er Jahren nur für ein paar kurze Jahre bei uns und sie veröffentlichten nur 2 Studioalben und eine Handvoll Singles. 2 ihrer bekanntesten Songs, Killing Me Softly und No Woman No Cry, sind Coverversionen. In der Praxis jedoch, was ihnen an Quantität fehlte, lieferten sie umso mehr als an Qualität. Die Zeitschrift New Musical Express nennt ihr 1996er Meisterwerk The Score eines der größten Hip-Hop-Alben aller Zeiten und weist darauf hin, dass ihr lyrisches Feuerwerk, innovatives Sampling und ihre eklatante Missachtung traditioneller Hip-Hop-Geschlechterrollen mehr als genug waren, um ihr Vermächtnis zu festigen. Aber nur weil The Fugees als Gruppe schon lange nicht mehr da sind, heißt das noch lange nicht, dass die individuellen Geschichten von Hill, Jean und Michael vorbei sind. Tatsächlich könnte man argumentieren, dass es für das Trio gerade erst spannend wurde, als The Fugees verschwanden. Komm, lass uns herausfinden, was genau mit den Fugees passiert ist. Laut Uproxx gab es keinen einzigen großen Kampf, der The Fugees auseinanderbrach. Sie wurden lediglich durch eine Reihe kleiner Konflikte, die sich aufwühlten, bis das Zentrum nicht mehr standhaft halten konnte, in die Nicht-Existenz erodiert. Complex stellte jedoch fest, dass es, wenn sie Wyclef Jean fragen, einen entscheidenden Moment gab, der dazu führte, dass etwas zwischen ihm und Lauryn Hill starb. Jean, der zu dieser Zeit verheiratet war, und Hill hatten eine Affäre und Hill wurde schließlich schwanger. Sie sagte Jean, dass das Kind von ihm sei, aber wie sich herausstellte, war der eigentliche Vater Rowan Marley, der Sohn der Reggae-Legende Bob Marley. Für Jean bedeutete dieser Verrat, dass der Liebeszauber zwischen ihnen gebrochen wurde und er glaubt, dass dies schließlich 1997 zur Auflösung der Gruppe führte. The Fugees feierten 2004 bis 2005 mit einigen Einzelkonzerten und einer Single ein schnelles Comeback, aber das sollte nicht lange von Dauer sein. Wie der Irish Examiner erzählte, erklärte Cross Michael 2007 ihre Wiedervereinigung für tot und enthüllte, dass es Hill war, die Gruppe nicht am Laufen halten wollte. Wie er es ausdrückte, weißt du, leider hat Miss Hill einige Dinge, mit denen sie fertig werden muss. Ich wünsche ihr das Beste, aber das Leben geht weiter. Es ist schwer, einen anderen Sänger zu nennen, der mit so wenig Alben den Status einer Legende erreicht hat wie Lauryn Hill. Abgesehen von den beiden, die sie mit den Fugees gemacht hat, ist das einzige Studioalbum ihrer Solokarriere 1998 The Miseducation of Lauryn Hill. Aber wie Stereogum betont, ist es wohl genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, als das zweite Album der Fugees, The Score. Allmusic hält Miseducation für ein absolutes 5-Sterne-Werk, das zu einem äußerst erfolgreichen Crossover-Album wurde, obwohl es absolut kompromisslos war und mit Doo-Wop, That Thing sogar eine riesigen Hitsingle hervorbrachte. Das Album gewann 5 Grammys. Die Veröffentlichung eines solchen Soloalbums direkt nach den Fugees machte Hill zu einem Superstar. Als das Time Magazine 1999 20 Jahre Hip-Hop feierte, brachte das Magazin die 23-jährige Hill auf das Cover und festigte im Grunde ihren Status als Matriarchin des Hip-Hop. Es sah so aus, als könnte niemand sie aufhalten, außer ihr selbst. So schnell wie ihr Stern aufgestiegen war, ging die Musikerin ohne Erklärung davon und lebte fast ein Jahrzehnt lang größtenteils in einem selbst auferlegten Exil. Auch danach blieb sie hinter einem interviewscheuen Schleier des Geheimnisses und veröffentlichte hier und da gelegentlich eine Single, anstatt wirklich dort weiterzumachen, wo sie aufgehört hatte. Unabhängig davon, ob sie jemals wieder einen neuen Song aufnimmt oder nicht, ihre Arbeit mit den Fugees und The Miseducation of Lauryn Hill hat unzählige Künstler beeindruckt und beeinflusst, von John Legend und Nicki Minaj bis zu Kanye West und Jay-Z. Mehr als ein Musiker wurde überraschend arm, weil er eine Kleinigkeit namens Steuer vergessen hatte. Laut Rolling Stone hat Lauryn Hill es 2013 geschafft, es auf die nächste Stufe zu heben, da sie zwischen 2005 und 2009 keine Steuern gezahlt hat. Diese Steuern, die sie nicht gezahlt hatte, beliefen sich auf über 1 Million US-Dollar, also war es Zeit für das Gericht. Um fair zu sein, wiesen die Anwälte von Hill darauf hin, dass es in ihrem Fall der Steuerhinterziehung auf Bundesebene viele mildere Umstände und Spielraum für die Nachsicht gab, aufgrund ihrer Wohltätigkeitsarbeit und der Tatsache, dass sie schließlich die von ihr geschuldeten Steuern bezahlt hatte. Hill wies sie auch darauf hin, dass ihre damalige familiäre und berufliche Situation in Aufruhr war, da sie sich aus der Musikindustrie zurückgezogen hatte, um zu versuchen, sich und ihre Kinder zu schützen.
Der stellvertretende US-Anwalt für den Fall nannte die Erklärung des Ex-Fuji jedoch eine Parade von Ausreden, die sich darauf konzentrieren, dass sie sich aufgesetzt fühlte, was nicht gerade Sympathie der Beamten bedeutet. Als solcher wurde Hill zu 3 Monaten Gefängnis plus 1 Jahr auf Bewährung verurteilt. Lauren Hill mag es vorziehen, das Rampenlicht und all das Drama zu vermeiden, das der Ruhm mit sich bringt, aber ihr Privatleben scheint, so wie es aussieht, viel Drama zu haben. Einer der Gründe für die Trennung der Fugees sei gewesen, dass er eine Affäre mit Hill hatte, sie schwanger wurde und Jean sagte, dass das Kind von ihm sei, aber in Wirklichkeit war der Vater Bob Marleys Sohn Rowan. Wenn das für Sie nach Tagesseifen klingt, schnallen Sie sich an, denn es kommt noch mehr. Aufgrund der Zurückgezogenheit der Künstlerin ist es schwierig, aktuelle Informationen über ihre persönlichen Eskapaden zu bekommen, aber wie der Rolling Stone erzählt, ging es im Hill-Haushalt um 2011 herum wild zu. Zu diesem Zeitpunkt hatte Hill nicht weniger als 5 Kinder mit Rowan Marley und sie gebar ein 6. Es gab Gerüchte, dass Marley sie während ihrer Schwangerschaft verlassen habe, aber Hill widerlegte sie, indem sie sagte, dass das Kind überhaupt nicht von Marley war. Crazy, oder? Hill enthüllte auch, dass das Paar bei vielen Gelegenheiten lange Phasen der Trennung hatte, also ist diese Art von Drama vielleicht für sie selbstverständlich. Marley reagierte auf jeden Fall angemessen bissig. In 2 Tagen ging er von einer enormen Menge an Liebe und Respekt für die Mutter meiner Kinder zu einem Tweet über gute Wünsche an Frau Hill zur Geburt ihres Sohnes Cole. Lauryn Hills Soloalbum von 1998, The Miseducation of Lauryn Hill, mag ein Meilenstein sein, aber es ist nicht ganz ohne Probleme. In diesem Fall sind die besagten Probleme jedoch weniger musikalisch als legal. Laut Stereogum und Rolling Stone hat Hill Berichten zufolge die Arbeit von 4 namentlich nicht genannten Musikern, die am Produktions- und Songwriting-Prozess des Albums beteiligt waren, entweder gestohlen oder nicht richtig gewürdigt. Natürlich verklagten die Musiker sie und die Klage wurde Berichten zufolge 2001 für rund 5 Millionen US-Dollar beigelegt. Die Einzelheiten des Falls sind unklar, aber einige sagen, dass Hill von dem langen Gerichtsstreit frustriert war und trotz des Ratschlags ihres Anwaltsteams beschlossen hat zu zahlen. Andere behaupten jedoch, dass sie den 4 Musikern wirklich sowohl Produktions- als auch Co-Songwriting-Credits für nicht weniger als 13 oder 14 Songs von Miseducation hätte geben sollen, anstatt sich selbst als einzige Autorin bei 12 von ihnen zu behalten. Die letzte Person, die letzteres unterstellte, war Robert Glasper, ein Jazzmusiker und ehemaliges Mitglied von Hills Tourband, der Hill 2018 wegen des Diebstahls von Musik für Miseducation anprangerte. Er warf auch einige Vorwürfe ein, dass Hill das Tourpersonal misshandelt habe. Hill antwortete später auf einem langen Medium-Beitrag auf Glaspers Behauptungen: Ich habe vielleicht nicht die notwendigen Grenzen gesetzt und war vielleicht einladender, als ich hätte sein sollen, schrieb sie, bevor sie später zu dem Schluss kam. Ich war vielleicht inklusiv, aber das sind meine Songs. Eines der interessanteren Abenteuer von Wyclef Jean ereignete sich 2010, als er sich als Anwärter auf die Präsidentschaft seines Heimatlandes Haiti anmeldete. Er wollte Kandidat für die Vif Ansem-Partei werden, um zu versuchen, seine Popularität in der Popkultur und eine humanitäre Arbeit für einen Wahlsieg zu nutzen und verglich sich offenbar mit Barack Obama mit Sätzen wie »Ich möchte Präsident Barack Obama sagen, dass die Vereinigten Staaten Obama haben und Haiti hat Wyclef Jean.« Wie The Guardian erklärt, war Jeans Wahlkampf exzentrisch und stützte sich mehr auf die Publicity, die sein Ruhm geschaffen hatte, als auf tatsächliche Pläne zur Verbesserung des Landes. Es gab auch einige ziemlich heftige Gegenreaktionen, bis zu einem Punkt, an dem Jean angeblich aufgrund von Morddrohungen und anderen Sicherheitsproblemen untertauchen musste. Es ist nicht abzusehen, wie gut der beliebte, aber politisch unerprobte Hip-Hop-Star in Haiti erfolgreich gewesen wäre, einem Land, das von Armut und Instabilität heimgesucht wird und einem extrem jungen Bevölkerung hat, denn Jeans Kandidatur wurde schließlich vom Wahlrat abgelehnt. Obwohl sie ihre Entscheidung nicht erklärten, akzeptierte Jean die Situation und spekulierte, dass er möglicherweise gegen das Wahlgesetz verstoßen hatte, indem er sich 5 Jahre lang nicht in Haiti aufgehalten hatte. Wenn Sie Wyclef Jeans Lieblingssport erraten müssten, müssten Sie sich nur eine seiner vielen Kooperationen mit verschiedenen Fußballunternehmen ansehen. Laut MLS Soccer hat Jean eine gute Beziehung zu den New York Red Bulls, die mindestens bis ins Jahr 2006 zurückreicht, als er mit Shakira beim Heimspiel des Clubs auftrat. Später schloss sich Jeans Yele Haiti Charity mit den Red Bulls zusammen, um verschiedene haitianische Orte zu besuchen und Fußballtrainings und Seminare abzuhalten. Red Bulls ist jedoch nicht die einzige Fußballorganisation, mit der Jean zusammenarbeitet.
Florida Today erzählte, dass Jean 2016 ein Musik-Fußball-Wohltätigkeitsprojekt mit Fiji Hike, der Frauenfußballtrainerin bei Florida Tech, plante, obwohl letztere leider verstarb, bevor etwas daraus werden konnte. Die vielleicht sichtbarste von Jeans vielen Kooperationen mit der Fußballwelt fand 2014 statt. Zu diesem Zeitpunkt schloss er sich einer All-Star-Besetzung von Carlos Santana, Avicii und dem brasilianischen Musiker Alexandre Pires an, um Da Um Jeito, We Will Find A Way, die offizielle Hymne der Weltmeisterschaft 2014 zu singen. Nach The Fugees hat sich Wyclef Jean nicht gerade auf seinen Lorbeeren ausgeruht. Er wurde ein gefragter Hitmacher für andere Künstler und er spielte oft auch in ihren Songs mit. Er wurde für nicht weniger als 10 Grammy-Preise nominiert und nahm 3 davon mit nach Hause, 2 mit The Fugees und einen für seine Arbeit an Santanas Erfolgsalbum Supernatural. Zu den bekanntesten Songs, die Jean im Laufe der Jahre produziert hat, gehören unter anderem No 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 Part 2 von Destiny's Child, My Love Is Your Love von Whitney Houston, Maria Maria von Santana und T.I.'s You Know What It Is. Der bemerkenswerteste Nicht-Fuji-Track, an dem Wyclef Jean beteiligt war, war wohl Shakiras Hit Hips Don't Lie aus dem Jahr 2006, der einzige Nummer 1-Hit bleibt, in dem Jean persönlich aufgetreten ist. Natürlich hielt Wyclef Jean auch seine eigene Solo-Karriere am Laufen, seit es die Fugees nicht mehr gab, und erzielte zahlreiche Hits wie Gun Till November von 1998 und Sweetest Girl von 2008. Wyclef Jean war schon vieles und laut The Independent fügte er seiner Titelliste Philanthrop hinzu, indem er 2004 eine in Haiti ansässige Wohltätigkeitsorganisation namens Yele gründete. Die Organisation wurde nach einem Erdbeben im Januar 2010 ins Lampenlicht gerückt und das Land praktisch zerstört hat, 300.000 Menschen getötet und 1,5 Millionen obdachlos gemacht. Yele hielt Spenden in Höhe von 16 Millionen US-Dollar und plötzlich wurden die Dinge sehr seltsam. Berichten zufolge gab die Wohltätigkeitsorganisation satte 9 Millionen US-Dollar an Gemeinkosten wie Reisen, Personalgehälter, Beratergebühren und Ausgaben im Zusammenhang mit ihrem Immobilienportfolio aus, anstatt, wie man ja meint, den Armen zu helfen. Seltsamerweise gaben sie auch insgesamt 412.000 US-Dollar für die Anmietung und Landschaftsgestaltung eines Büroraums aus in einem Atelierkomplex in Manhattan, der Jean gehörte. Bis 2012 war das Geld aufgebraucht und Jean und andere Vorstandsmitglieder sahen sich einem Team von Wirtschaftsprüfern in einer strafrechtlichen Untersuchung wegen seiner Verwendung gegenüber. Wie die New York Times mitteilt, war Jean ziemlich verbittert über den Vorfall und behauptete in seinen Memoiren, dass es sich bei der Untersuchung um eine Kreuzigung handele. Und während er darauf hinweist, dass er wohlhabend genug ist, dass er nicht unbedingt Gelder für wohltätige Zwecke ausbeuten müsste, muss angemerkt werden, dass die Untersuchung eine Menge zwielichtiger finanzieller Dinge gefunden hat und die Wohltätigkeitsorganisation 2012 praktisch bankrott ging. Pras Michael ist wohl eher wie ein dritter Fugees. Und sei es nur, weil die Erfolge von Wyclef Jean und Lauryn Hill ausreichen, um fast jeden in den Schatten zu stellen. Trotzdem hatte Michael einige Solo-Erfolge, sowie die Single Ghetto Superstar aus dem Jahr 1998. Die schaffte es sogar auf Platz 15 der Billboard Hot 100 Liste. Der Großteil seiner kreativen Energie ist jedoch anderen künstlerischen Bemühungen gewidmet. Wie seine IMDb-Seite zeigt, hat Press eine ziemlich robuste Geschichte als Produzent und Schauspieler. Er scheint Dokumentarfilme besonders zu mögen, da er in mehreren mitgewirkt hat und sogar einen gedreht hat, den haitianischen Film Sweet Mickey for President. Ein Interview mit XXL Mac sagt uns, dass er auch auf der geschäftlichen Seite die Dinge am Laufen gehalten hat, da er an einer Medienplattform namens Blackture beteiligt ist, die Pläne hat, ein Blockchain-basiertes Mobiltelefon namens Motive herauszubringen. Es gibt mehrere Verbrechen, von denen sie erwarten könnten, dass berühmte Musiker sie begehen. Die Zerstörung ihres Hotelzimmers ist ein Klassiker. Verschiedene Drogenmissbrauchssituationen, na klar. Aber versuchen, Millionen von Dollar an zwielichtigem malaysischem Geld zu schleusen, um Einfluss auf US-Präsidenten zu nehmen, das ist nicht alltäglich. Trotzdem wurde Press Michael laut The Hollywood Reporter 2019 genau dafür angeklagt. Die Anklageschrift besagt, dass Michael an einer Verschwörung mit einem von Skandalen heimgesuchten malaysischen Geschäftsmann namens Joe Lowe beteiligt war, um während seines Wiederwahlkampfs 2012 Zugang zu Barack Obama zu erhalten und ihn möglicherweise zu beeinflussen. Angeblich hat Michael eine Reihe von Strohspendern und Bankkonten verwendet, um mit Lowes Geld erhebliche Beträge zu Obamas Fundraising-Komitee zu leisten. Michaels Anschuldigungen sind Teil eines großen malaysischen Unterschlagungsfalls namens OneMDB, der sich auf riesige Geldbeträge konzentriert, die von einem öffentlichen Konto mit der Bezeichnung One Malaysian Development Berhad verschwunden sind.
und die Ermittler vermuteten, dass das Geld in vielen Fällen gewaschen wurde, die wertvolle US-Immobilien, teure klassische Kunst und sogar den erfolgreichen, aber umstrittenen Film The Wolf of Wall Street umfassen. Lowe wurde 2018 wegen Geldwäsche angeklagt. Aber er bleibt auf freiem Fuß und bestreitet jegliche Beteiligung an irgendetwas bis hin zu Michaels Kampagnenfinanzierungsspielereien. Im Jahr 2012 tauchten seltsame Nachrichten aus der Press Michael-Ecke auf, als TMZ berichtete, dass Michael eine Klage gegen den Regisseur Marshall Tyler eingereicht hatte. Der Streitpunkt zwischen den beiden war ein Dokumentarfilm namens Paper Dreams, für den Michael 2009 Tyler beauftragt hatte, ihn zu drehen. Der Film handelte von einem Vorfall, bei dem der Rapper von einer Gruppe somalischer Piraten gefangen genommen wurde. Was ein wenig seltsam war, da mehrere Berichte besagen, dass Michael selbst nie eine Piratengeisel gewesen war. Stattdessen scheinen der Rapper und seine Dokumentarfilm-Crew die Eroberung des Maes Alabama vor der somalischen Küste miterlebt zu haben. Sprechen wir hier von künstlerischer Freiheit vielleicht? Unabhängig davon, wer vom Piraten erwischt oder besser gesagt nicht erwischt wurde, sagte Michael, dass Regisseur Marshall Tyler trotz zahlreicher Aufforderungen zur Herausgabe an einer Reihe von bezahlten Dokumentaraufnahmen festgehalten hat, die zu Recht Michael gehören. In der Zwischenzeit kommentierte Tylers Vertreter, Press versucht das Eigentum an Material geltend zu machen, an dem Marshall das Urheberrecht besitzt. Da Michaels IMDb-Seite zeigt, dass der Dokumentarfilm immer noch nicht erschienen ist, können wir nur davon ausgehen, dass die Pattsituation anhält.